Servus und herzlich willkommen zur Sportarena. Heute mit einem Eishockeymeister, mit einem Aufstiegshelden, mit einem Tabellenführer und einem Poesie-Champion in dieser Sendung. Bei uns nachher zu Gast ist vom TSV 1860 Aaron Bertzel. Wir sprechen mit ihm natürlich, klar, über die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern, aber auch über seine Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Von der Spielvereinigung unter Haching, die in der dritten Liga ja wirklich für Furore sorgen, ist Sascha Bigalke da. Und er hat mit den Hachingern diesen Aufstieg geschafft und vielleicht können Sie noch mal durchstarten und ganz nach oben gucken und vielleicht sogar noch die Liga dann gleich durchqueren. Ein Münchner ist deutscher Meister geworden im Poetry Slam. Alex Burkhardt hat diesen Titel gewonnen und wird heute einen schönen Text zum Besten geben über Nationalspieler Thomas Müller. Ja, und vom ERC Red Bull München, da ist der Stürmer, der deutsche Meister da, Jerome Flake, der sitzt hier schon im Studio. Servus, Jerome. Servus. Ja, du hattest jetzt frei ein paar Tage. Der Deutschlandcup hat es möglich gemacht. Du musstest mal nicht spielen, konntest aber deine Mannschaftskameraden, die ja wirklich zahlreich bei der deutschen Nationalmannschaft, aber auch bei der amerikanischen mit dabei waren, konntest sie beobachten. Ja, was sagst du denn jetzt so? Deutschland Platz 3, 2 Niederlagen, 1 Sieg, durchwachsenes Ergebnis? Ja, ich denke, die haben sich von Spiel zu Spiel gebessert auf jeden Fall und ja, haben alles gegeben, sind Top-Nation dabei und es ist immer schwierig auf jeden Fall, da das Turnier zu gewinnen. Aber ich denke, dass sie sich gut geschlagen haben, ja. Bist du dann auch ein Fernsehsportler, wie wir Normalsterblichen, die auf der Couch dann sitzen, mitfiebern und natürlich, klar, das alles analysieren, wie es nur ein Bundestrainer kann? Ja, also ich schaue mir das schon gerne auf der Couch an, klar. Was zum Essen bestellen, meine Jungs anschauen, anfeuern, ja, klar, mache ich das gerne. Wer war sozusagen der Beste vom ERC bei diesem Turnier? Ja gut, ich will jetzt keinen herausheben. Ich finde, alle haben ihre Leistung gebracht und ja, besonders im letzten Spiel, Dominik Kahun hat auf jeden Fall seine Leistung auf jeden Fall wieder mal einen Scheinwerfer gebracht. Du willst denn immer keinen rausheben oder du sagst, ich sag's lieber nicht, ehe es nachher Keile gibt in der Kabine? Nein, wir haben einfach eine Top-Mannschaft und da es wirklich alle vier Reihen sind, sehr, sehr gute Spieler und klar hat jeder mal einen besseren und einen schlechteren Tag, aber ich will jetzt da keinen rausheben, weil, wie gesagt, jeder top ist. Du warst nicht dabei, der Grund ist relativ einfach, du hattest vorher noch ein bisschen Verletzungspause, bist dann erst gerade wieder in den Ligabetrieb reingekommen, da kam der Deutschlandcup einfach zu früh? Ja genau, also ich war echt, ich habe den Saisonstart verpasst, dann war ich gesund, dann war ich wieder verletzt und da war wahrscheinlich der Bundestrainer auch nicht so sicher, ob ich jetzt wieder gesund werde und deswegen habe ich ja genau erst 2 Spiele gemacht, wieder für München und daher habe ich das auch verstanden, weil er muss ja auch seine Planungen machen. Aber im Februar sind die Olympischen Spiele. Ja, das war natürlich ein Traum, ja. Dafür werde ich Gas geben jetzt in der Liga und vielleicht geht der Traum in Erfüllung. Was kannst du denn so dir vorstellen? Was ist möglich mit dieser deutschen Mannschaft? Gegen die, klar, gegen die Nationen, die ja immer dann so wirklich die Goldmedaille unter sich ausspielen. Russland, USA, Kanada, Tschechien vielleicht, Finnland, Schweden. Du, ich denke, im Sport ist alles möglich. Also von daher, und die NHL-Spieler werden ja nicht dabei sein, aber Olympia. Und von daher denke ich, dass alles möglich ist. Ja. Zufrieden mit der Situation beim ERC? Tabellenführer? Also ihr könnt euch ja im Prinzip zurücklehnen und sagen, jawohl, es läuft. Ja, na klar, Tabellenführer sind wir momentan und es läuft gut, aber wir müssen immer konzentriert bleiben und müssen es von Spiel zu Spiel sehen, einfach weil die Liga kann man einfach jeden schlagen, aber auch gegen jeden verlieren und deswegen muss man immer konzentriert bleiben. Das ist ein Spruch, der schon seit Jahren durch die DEL geistert, aber es trifft, glaube ich, beim Eishockey am stärksten zu. Ist wirklich so, ja. Also wenn man da wirklich ein Drittel mal nicht reinkommt oder ein bisschen schläft oder gerade wenn man ein Auswärtsspiel hat und da einfach nicht konzentriert an die Sache geht, dann verliert man ganz schnell, auch gegen einen Gegner, der ganz unten steht. War es denn für dich jetzt so leicht, wieder mit dazu zu kommen, dass du gemerkt hast, okay, ich kann auch diese Verletzungspause beruhigt sozusagen mich dann wieder gesund pflegen lassen, ich sehe, die Mannschaft funktioniert, es läuft alles? Ja gut, man macht sich schon immer Gedanken, wie kommt man wieder in die Mannschaft rein und gerade, ich denke, das ist so ein schneller Sport, nach 2, 3 Wochen, wenn man da raus ist, dann im ersten Drittel, da denkt man schon, wow, was jetzt passiert gerade. So, dann braucht man schon ein bisschen, bis man reinkommt und die Reihen sind ja auch anders und klar freue ich mich, dass die Mannschaft gewinnt, aber ich konzentriere mich schon auch wieder aufs Comeback und versuche halt bestmöglichst wieder reinzukommen. Wie hart ist der Konkurrenzkampf innerhalb des Teams? Ja, der Konkurrenzkampf ist immer da, klar. Aber ja, gerade weil wir so viel Tiefe im Kader haben und wir haben halt 4 starke Reihen, daher ist es egal, jetzt in welcher Reihe man spielt, ob in der ersten oder vierten, dass einfach Nationalspieler auch in der vierten Reihe sind, genauso wie in der ersten. Man muss immer seine Leistung bringen, klar. Das ist ein Job und muss man immer bereit sein. Wie ist die Aufgabenverteilung?
heißt immer oft so, die ersten zwei Reihen, das sind so die, ich sag mal, die Edeltechniker, das sind so die, ja, wirklich die Tore machen sollen. Dritte, vierte Reihe, die müssen ein bisschen mehr abräumen, ein bisschen mehr gegenhalten. Ja, das stimmt schon. Es stimmt, ja. Aber bei uns in der Mannschaft können alle vier Reihen Tore schießen, auf jeden Fall. Klar, es sind die ersten zwei Powerplay-Reihen, die Überzahl spielen, die sollten dann schon auch ein paar mehr Tore schießen, aber bei uns gibt es jetzt nicht, dass vierte Reihe muss jetzt nur abräumen und solche Sachen. Gibt schon in manchen Mannschaften, aber bei uns ist das, da ist zu viel Talent auch in der Mannschaft irgendwie. Ja. Ja, ich frage mal, was ist so deine Vorliebe? Sagst du, ach, ich lieb's auch mal, wenn es mal wirklich ein bisschen härter zur Sache geht? Also Eishockey ist ja nun kein Wattebausport, da muss man ja auch gegenhalten können. Ja, ja, klar, ich mag das auf jeden Fall. Ich bin ja ein Power-Forward sozusagen. Also ich gehe gerne mal in die Ecken und erober die Scheiben oder ziehe zum Tor und nehme halt ein paar Spieler mit. Ja, also ich mag das gerne, aber es gibt ja solche und solche Spiele. Das kommt ja immer von Spiel zu Spiel automatisch. Das Emotionale, wie das halt ist. Wenn man mal einen blöden Check bekommt oder dann wird man halt sauer. Dann geht man auch mal nächstes Mal ein bisschen härter rein. Aber ich mag beide Seiten, also. Wie gern magst du es denn einzustecken? Das ist jetzt, glaube ich, zu sehen hier so an der linken Seite am Kinn. Ja, das ist schon noch recht frisch, die Sache da. Ja, die ist recht frisch. Da habe ich einen Schlittschuh reinbekommen. Ja. Öfters mal sind solche so Cuts und sowas im Eishockey, ist völlig normal. Also da wird das schnell genäht und dann spielt man weiter. Solange man nicht ohnmächtig ist oder beide Beine verloren hat, spielt man da weiter. Also das ist schon echt, im Eishockey ist es normal, ja. Und wenn die Nase gebrochen ist, dann zieht man halt ein Gitter an, nicht kein Halbvisier mehr. Und dann wird halt auch jetzt vielleicht nicht direkt dann weitergespielt, aber dann das nächste Spiel. Ja. Wer leidet denn da am meisten dann? Außer du natürlich, wenn du sowas erwischt. Wie? Also? Naja, so mit der Verletzung, was ich, die Freunde, die Mama, sagen die immer auch. Ja, meine Mama ist schon immer so, die hat schon immer Angst, dass irgendwas immer passiert. Aber ich meine, das gehört dazu, das habe ich ausgewählt. Und ja, ich hatte auch schon ein paar schwere Verletzungen. Also bei den Schultern, der Fuß war auch mal so gestanden. Waren schon, also das sind wirklich dann so Sachen, wo man sagt, ja gut, nee, halt ist jetzt zu und dann ist gut. Ja. Im Hintergrund sehen wir dich gerade mit der roten Bullenmaske laufen. Ja. Nach dem Spiel gegen Düsseldorf, du warst der Spieler des Tages, haben die Fans dich dann gefeiert. Ja. Viele von den Spielern sagen immer, boah, dieses Schwitze-Ding, ich will es gar nicht aufsetzen. Ist es so schlimm, wie sich's alle vorstellen? Ja gut, stehen nicht viele gerne im Rampenlicht einfach und wollen jetzt nicht der Mittelpunkt sein. Ich muss jetzt auch nicht unbedingt haben, aber ich muss sagen, wenn man es dann aufhat und dann die Mannschaft sich für dich freut auch, dann ist es schon ein geiles Gefühl und hat man ja auch nicht jedes Spiel auf. Also von daher ist es in Ordnung. Das nächste Spiel ist ein Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings, jetzt am Freitag. Und das steht unter einem besonderen Motto und meistens gehen da die Mundwinkel nach oben bei den Spielern. Mädelsabend heißt es. Ist es euch so als Spieler schon so richtig vertraut gemacht worden, was es bedeutet? Also ja, komm, also ich weiß auf jeden Fall, dass ein paar mehr Mädels ins Stadion kommen und die sich natürlich freuen. Und dass es Rabattaktionen gibt und alles sowas, weiß ich auch. Und ja, und dass auch viele Leute dann, die halt vielleicht noch nicht Eishockey gesehen haben, das mal sehen werden. Daher finde ich solche Aktionen auf jeden Fall super. Müssen denn Frauen mehr für Eishockey begeistert werden als Männer? Ja, also ich denke, viele Frauen stehen auf dem harten Sport, glaube ich. So wie ich das gehört habe. Also von daher, ich denke mal, ich habe viele Leute auch schon in meinem Leben eingeladen zum Eishockey, die noch kein Eishockey gesehen haben. Und die waren alle echt begeistert. Also zumindest live. Im Fernsehen für manche war es schwierig, das mitzuverfolgen. Es ist leider, muss man sagen, aufgrund der Athletik, die ja immer noch ein bisschen sich verbessert, am Fernseher manchmal wirklich schwierig. Ich habe jetzt sowohl die Spiele beim Deutschlandcup angeguckt, als auch danach ein Spiel aus der NHL, wo Leon Dreiseitel gespielt hat. Ja, muss man sagen, Deutschlands Superstar, kann man jetzt wirklich gerade sagen, ist im Eishockey. Definitiv. Ja. Und das war dann noch mal schneller, hatte ich das Gefühl. Du selbst standest ja mal ganz kurz davor. Du warst dabei, du wurdest gedraftet von der NHL, ja, von den Toronto Maple Leafs. Es hat dann nicht geklappt. Warum nicht? Ja gut, es war ein riesen Traum von mir auf jeden Fall. Ich wurde damals gedraftet und bin auch dort zum Camp gefahren. Aber es war 2008, da war ich noch wirklich jung. Ich bin gerade neu in die, mit 17, 18 habe ich schon Profi gespielt in der ersten Liga in Deutschland. Und ich denke, dass ich damals einfach noch nicht reif genug war, um den Sprung zu machen. Also ich habe mich dann schon da bewiesen, habe meine Tests gemacht und alles dort in Toronto. Aber ja, hat einfach nicht funktioniert, da muss halt viel da zusammenpassen. Also da muss man ein bisschen Glück haben, der Trainer, Manager muss sich mögen und das muss alles auf den Zeitpunkt genau passen. Schwierig auch als Deutscher, weil die Deutschen vielleicht nicht so ein Standing haben, heißt er auch bei den Amis. Ja, dass die nicht so als Eishockey-Nation so angesehen werden, wie eben die Kanadier, wie die Russen. Ja,
Es stimmt schon auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall schwieriger. Man hat einfach auch nicht die Connections dort drüben und alles. Und da muss man halt, wie gesagt, auch viel Glück haben. Ja, muss einfach alles passen. Aber haben ja schon viele geschafft. Deswegen, also ja, ich habe es probiert. Aber meiner Meinung nach habe ich mich erst danach so wirklich richtig als sehr guter Eishockeyspieler entwickelt. Kommen wir zurück zum Mädelsabend, zum Spiel gegen die Schwenninger Wildwings. Es hat auch seinen Grund, warum mehr Frauen im Stadion sind. Weil nämlich für alle Frauen, die eine Freundin mitbringen, gibt es eine Freikarte. Das heißt, sie können die Freundin dann mit auf die Stehplätze nehmen und können dementsprechend dann auch dafür Stimmung sorgen. Klingt dann vielleicht von der Stimmlage ein bisschen höher. Und wir machen jetzt eines, wir wollen es auch ein bisschen ankurbeln, dass dann noch mehr dich und deine Mitspieler da sehen können. Wir verlosen 3x2 Karten für dieses Spiel. EHC Red Bull München gegen die Schwenninger Wildwings am kommenden Freitag. Ab morgen, 12 Uhr, auf unserer Homepage auf münchen.tv. Einfach mal drauf gucken, mitmachen. Dann können ja, die teilnehmenden Frauen oder Männer schon mal 2 Karten abgreifen und dann zusätzlich natürlich noch weitere Frauen mitbringen. Ist es überhaupt hörbar auf dem Spielfeld, ob mehr Frauen im Stadion sind? Macht das wirklich was aus bei dem Lärm? Naja, also man ist schon sehr konzentriert und manchmal so, wenn kurze Pause ist oder irgendwas, dann hört man das schon. Aber meistens denke ich, dass man da zu sehr konzentriert ist. Aber sonst vor dem Spiel und nach dem Spiel, da merkt man das schon, ob heute viel los ist oder nicht. Ja. Du spielst jetzt die 2. Saison in München, bist aus Hamburg gekommen. München und Hamburg, das war aufgrund einer Lizenzgeschichte von früher nie die Eishockey-Liebe, muss man sagen. War es schwer für dich, richtig Fuß zu fassen, gleich anerkannt zu werden, als ja der ehemalige Hamburger? Hier in München war es für mich schon schwierig, klar. Also ich habe 6 Jahre in Hamburg gespielt, hatte noch einen sehr langen Vertrag und es war ja alles innerhalb von ein paar Tagen dort vorbei. Und dann ja, habe ich keinen Vertrag und muss erst mal schauen. Gott sei Dank habe ich auch jetzt in dem Jahr dann die Weltmeisterschaft gespielt und alles und habe eine gute Saison gehabt. Dann ist es natürlich nicht so schwierig, dann einen neuen Verein zu finden, aber ich war sehr glücklich über die Entscheidung von München, dass sie mich haben wollten. Ich meine, zum deutschen Meister wird man gerne wechseln. Und ja gut, ich kannte viele in der Mannschaft und die haben mich gut aufgenommen. Aber trotzdem ist es nochmal was ganz anderes, ja. Also ich habe schon meine Zeit gebraucht, um jetzt wieder da reinzukommen. Ich meine, neue Stadt, neue Wohnungen, paar neue andere Mitspieler, die haben ihre Reihen, die sind vorher schon deutscher Meister geworden. Da kommt man sich halt so wie das 5. Rad am Reifen, am Auto vor. Und ja, aber ich denke, ich habe das ganz gut gemacht und habe mich auf meine Sache konzentriert und habe mein Bestes gegeben. Ja. Ja, du hast einen Anteil daran gehabt, dass der Titel verteidigt wurde, also die 2. Meisterschaft gewonnen wurde. Was hat denn sich danach vielleicht geändert? Du hast ja das erste Jahr erlebt, wie der ERC empfangen wird in den anderen Stadien, wie die Mannschaften gegen euch agieren. Klar, wenn einer kommt, der 2-mal den Titel geholt hat, ist noch schwieriger jetzt? Wird noch härter gegen euch gespielt? Ja, man ist immer der Gejagte auf jeden Fall und jeder will gegen den Meister gewinnen, um zu zeigen, hey, wir können das auch, so eine Art. Und ja, man merkt es schon, aber ich muss echt sagen, dass wir so eine Ruhe entwickelt haben über die Jahre und die anderen Jungs schon vorher, dass sie einfach wissen, was sie können und dass wir einfach auch die Tiefe im Kader haben, um das Spiel auch immer wieder zu drehen oder einfach ruhig zu bleiben, wenn wir hinten liegen und das Spiel dann wieder zu gewinnen. Das ist schon echt beeindruckend in der Mannschaft. Das habe ich auch noch nie so erlebt. Wenn du jetzt ein bisschen schaust, ihr steht oben auf der Tabelle, Nürnberg dahinter, die anderen bayerischen Vereine haben so ihre Probleme. Wer sind denn vielleicht so die 4, 5 Mannschaften, wo du sagst, doch, die werden wohl nachher in den Playoffs dabei sein und die werden wohl auch dann eben versuchen, euch natürlich vom Thron zu stoßen? Ja, gibt schon, sind ja meistens immer so die größeren Namen, so wie Nürnberg oder Mannheim, Köln, Berlin ist dies ja auch sehr gut. Wolfsburg nochmal? Wolfsburg, ja, die kommen auch immer aus dem Nichts dann auf einmal hochgeschossen. Hatten jetzt Anfang einen schweren Start, aber ja, das sind, in der Liga ist wirklich, es wird von Jahr zu Jahr immer knapper alles, also von den Punkten her und da gewinnt jeder gegen jeden. Und also von daher ist es immer schwierig zu sagen. Also Playoffs ist dann immer noch eine andere Welt und dann wird man sehen, ja, wer ganz oben stehen wird am Ende. Na gut, aus Münchner Sicht, wir hoffen, dass ihr es dann zum 3. Mal packt. Das wäre die super Geschichte, die super Story. Jerome, danke, dass du heute da warst. Gerne. Drück dir die Daumen, dass du verletzungsfrei bleibst und dass dann sowohl mit der Meisterschaft als auch mit Olympia, dass da 2 große Träume in Erfüllung gehen, ja, da möglichst dann jeweils was Zählbares rumkommt. Ja, danke schön. Danke fürs Kommen. Der Fußball, der hat verschiedene Seiten. Die einen haben frei gehabt, weil Länderspielzeit war, wenn sie in der 2., 3. Liga spielen. Oder aber sie mussten, weil sie in der Regionalliga Bayern spielen, ran. So ging es nämlich Aaron Berzel vom TSV 1860, Sascha Pigalke von der Spielvereinigung Unterhaching, der hatte frei. Beide sind heute im Studio zu Gast. Servus Sascha, servus Aaron. Servus. Hi.
Ja, 0-2, fangen wir mal an. Du hast ja nun quasi noch Einsatzzeit gehabt gegen Wacker Burghausen. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil vor 3 Wochen da hatten wir vor dem Spiel gegen die Bayern Amateure Markus Ziereis eingeladen. Prompt habt ihr verloren. Diesmal haben wir vorher schon vom Spiel gegen Burghausen dich eingeladen. Wieder verloren. Liegt's an mir? Vielleicht. Wir wissen es nicht, aber nein, ich denke, wir haben einfach am Wochenende nicht die Leistung auf den Platz bekommen, die wir brauchen in der Liga, weil das jetzt einfach auch schon gezeigt hat, dass du in der Liga auch einfach an die Leistungsgrenze kommen musst, immer deine 100% abliefern musst und so dann nur die Spiele gewinnst. Und das haben wir am Wochenende einfach nicht geschafft. Da hat uns einfach irgendwo ein bisschen vielleicht auch der Biss gefehlt und ja, so haben wir das Spiel verloren. Dass jemand, der als sogenannter aggressiver Spieler bekannt ist, also sportlich aggressiver Spieler, sagt, uns hat der Biss gefehlt. Das gibt so eine besondere Wertung. Was war los? War einfach nicht so der Dampf drin bei euch? Ja, ist immer schwer zu sagen, dann im Nachhinein, an was es gelegen hat. Also ich denke, das sind immer mehrere Faktoren, die dann eintreten, beziehungsweise im Mannschaftssport sind es eben dann 11, die funktionieren müssen, beziehungsweise dann halt auch noch die draußen sitzen und reinkommen. Und ja, ich denke einfach, dass Burghausen uns in dem Spiel einfach überlegen war, weil sie den Sieg vielleicht einfach mehr wollten als wir. Und deshalb hat bei uns einfach vielleicht der Biss ein bisschen gefehlt. Und das ist ja keine Katastrophe. Ihr seid nach wie vor Tabellenführer, habt 8 Punkte Vorsprung. Also das ist ja alles noch solide und souverän da oben an der Spitze. Ist es in diesem Jahr, und ich habe es mir überlegt, ob ich so formulieren werde, weil es wahrscheinlich gleich einen Aufschrei in den 60er Foren geben wird, für euch so ein bisschen wie für den FC Bayern in der ersten Liga? Ihr werdet einfach gejagt, weil ihr so dominant vorn seid? Es ist schwer zu sagen. Also ich denke, man kann 60 mit Bayern auch überhaupt nicht vergleichen. Das sind 2 komplett unterschiedliche Vereine. Ja, es geht und mehr so ums Gefühl, für euch auf dem Platz zu stehen. Ihr kommt raus in der Regionalliga Bayern. Ihr seid die große Zugnummer, muss man ganz klar sagen. Und andererseits, die Vereine freuen sich ja auch, dass ihr kommt. Also es ist ja nicht so, dass euch da der blanke Hass entgegenschlägt. Aber ihr seid die Gejagten. Ja, aber wenn du deine Leistung bringst und an der Tabellenspitze stehst, dann bist du automatisch der Gejagte. Und wir haben eine qualitativ hochwertige Mannschaft und haben eben jetzt auch schon ein paar Punkte gesammelt. Und dann bist du, ich sage jetzt mal, notgedrungen der Gejagte. Wir nehmen das natürlich gerne an und freuen uns auch, wenn wir auswärts viele, viele Fans mitbringen können. Aber letztendlich zählen für uns, egal in welchem Spiel, die 3 Punkte und das, was am Ende bei rauskommt. Ja, vor allem ist mal eine Riesenstimmung. Klar, die Stadien sind ausverkauft, nicht nur das Grünwalder hier. Jedes Spiel voll, 12.500 Leute. Es wird ja überlegt, dass man mal guckt, dass es auf 15.000 ausgeweitet wird. Egal, wo ihr hinkommt, jeder Verein denkt sich, wow, da machen wir jetzt mal richtig ein super Spiel und vor allem auch mal ordentlich Umsatz, weil ja viele, viele Fans kommen. Wie ist denn dann so, das zu erleben vielleicht selber mal? Am Anfang der Saison warst du ja noch nicht so drin im Kader. Dann erst ging es ja los und seitdem bist du nicht mehr rauszudenken. Schwierig von der Bank zu gucken, so da zu sitzen und vielleicht zu sagen, komm mir gerade vor wie der Fernsehtyp. Ja, natürlich willst du als Spieler immer auf dem Platz stehen. Und wenn du dann gerade das erste Spiel wieder zu Hause im Grünwalder erlebt hast, die Fans, diese ganze Atmosphäre, alles drumherum, das war natürlich was Besonderes. Da wäre ich am liebsten auch von Anfang an aufgelaufen. Aber ich denke, die Euphorie ist immer noch die gleiche, beziehungsweise es ist immer noch so, dass die Stimmung richtig gut ist. Und ob ich jetzt von Anfang an gespielt hätte oder jetzt im Nachhinein dann meinen Stammplatz erobert habe, das ist jetzt im zweiten Moment dann eher zweitrangig. Du hast unbewusst gleich dafür gesorgt, dass du quasi ein Kulttrikot erzeugt hast, in dem es einen schönen Buchstabendreher gab. Aus Berzel wurde Brezel und ja, mittlerweile, glaube ich, auch der Rufname der Mannschaft. Für dich okay, Brezel? Oder wir haben es mal ja so ein bisschen hergerichtet, dachte ich mal so ein bisschen was zum Snacken, weil kann man beim Fernsehen noch ein bisschen mal was knabbern. Brezel ist okay oder ist eher das Motto voll auf die Nüsse? Also nein, es passt schon. Also auch früher schon kam das immer mal vor, dass mich Mannschaftskollegen auch mal Brezel genannt haben. Aber es kam noch nie vor, dass ein Trikot falsch beflockt wurde. Und dass das jetzt halt dann gerade jetzt passiert, wo der Medienrummel sowieso ein bisschen auf 60 schaut, war natürlich auf der einen Seite dann positiv auch für. War es Zufall? Es war Zufall, ja. Okay. Also es war, also das ist mein Kenntnisstand. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr mehr, aber also ich habe nochmal Rücksprache gehalten und es war wohl wirklich ein Missgeschick. Aber ich denke, wir haben trotzdem auch aus der Aktion, also mir macht das persönlich überhaupt nichts aus. Ich denke, man muss darüber lachen und das einfach auch so hinnehmen.
wie gesagt, der Rufname, der ist jetzt, der bleibt bei Brezel, das passt auch, das ist kein Problem. Und ich denke, wir haben aber trotzdem aus dieser Trikotaktion dann noch das Beste rausgeholt. Ich habe das ja versteigert für einen guten Zweck, für die Jonathan-Heimes-Stiftung in Darmstadt. Du musst kämpfen, weil ich ihn eben noch aus meiner Darmstädter Zeit kenne. Und ja, da ist ein bisschen was rumgekommen für das Trikot. Ihr dürft übrigens zugreifen. Also es ist nicht nur Dekoration, sondern man kann die Brezel oder die Nüsse dann auch essen. Sascha, hast du eigentlich einen Spitznamen? Also generell in der Liga oder auch in der Mannschaft? Ja, ich habe den Spitznamen Biggie halt durch Bigalke, also da liegt es ja so ein bisschen nah. Mein Papa wurde früher so genannt halt beim Fußball und dann hatte ich halt irgendwann einen ehemaligen Mitspieler von meinem Vater als Trainer und der hat mich dann so gerufen und seitdem ist das so ein bisschen mein Spitzname. Meine Frau findet den nicht besonders gut, deswegen findet sie ihn nicht so gerne. Ja, das ist uns auch schon passiert, mein Papa und ich, dass der Biggie gerufen wurde irgendwo im Supermarkt oder sowas und dann war es dann wahrscheinlich die Birgit oder sowas, die um die Ecke kam. Von daher hast du recht, ist nicht bei allen so beliebt der Spitzname. Mich persönlich stört es nicht. Nun seid ihr von der Spielklasse höher als die 60er. Ihr spielt in der dritten Liga. Die 60er wollen dort wieder hin und möglichst ja auch weiter. Dann wieder nach oben, möglichst zweite Liga. Und irgendwann, klar, der große Traum, wieder die Bundesliga spielen. Und trotz alledem, das Zuschauerinteresse ist wesentlich größer bei den 60ern als bei euch. Schaut ihr manchmal so ein bisschen neidvoll rüber zur Grünwalder Straße? Ja klar, ein bisschen schon. Also wer liebt es nicht als Sportler vor ausverkauftem Haus zu spielen? Ich glaube, dass sich die Jungs, die da zurzeit auch spielen, sich auch verdient haben, weil da die wenigsten, glaube ich, auch was dafür können, dass der Verein letztendlich dann abgestiegen ist. Wir haben uns natürlich eigentlich gefreut, dass wir dann in derselben Liga spielen und eben diese schönen Spiele haben, weil dann wahrscheinlich bei uns auch das Stadion endlich mal wieder voll wäre. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich einfach, dass der Verein bald wieder im bezahlten Fußball aufschlägt und dann hoffen wir, dass wir dann auch gegen die Jungs spielen können. Das war vielleicht so die einzige kleine Freude, die vielleicht so da war bei manchen Fans, die gesagt haben, na dann spielen wir halt wenigstens Derby gegen Haching in der dritten Liga. Ja, dazu kam es nicht. Generell aber für euch eine super Saison. Erstaunlich, dass ihr nicht nur so gut Fuß gefasst habt in dieser dritten Liga mit einer Mannschaft, die ja nur geringfügig verändert worden ist, sondern ihr seid Fünfter, 3 Punkte Abstand auf dem Aufstiegsplatz. Also es ist schon eine kleine Sensationstruppe, eine große vielleicht. Ja, Sensation. Also da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Man hat es ja in den letzten Jahren gesehen, dass Darmstadt oder auch Regensburg gezeigt haben oder Würzburg, dass du es unter Umständen auch als Aufsteiger schaffen kannst, sogar gleich aufzusteigen. Ich glaube, dass wir davon noch ein bisschen entfernt sind. Ich glaube, dass wir es erstmal gut ist, Fuß zu fassen. Das ist uns bisher sehr, sehr gut gelungen. Wir hatten schon die eine oder andere kleine Serie. Und ja, klingt zwar mal ein bisschen abgedroschen, aber wir schauen da von Spiel zu Spiel, wenn man nach 25 Spieltagen, ich meine, in der dritten Liga hast du 38, wenn du dann immer noch da oben dabei bist und der Abstand wirklich 2-3 Punkte beträgt, klar, dann will jeder Sportler irgendwie vielleicht dann auch doch ja, die Hände an den Pott kriegen oder dann einfach aufsteigen. Aber ich glaube, wir tun gut daran, gerade auch bis zum Winter sind es noch 5 Spiele. Wenn wir da eine ganz gute Serie vielleicht nochmal starten können, dann kann man sich irgendwann damit beschäftigen. Aber Stand jetzt, glaube ich, wollen wir 45 Punkte erreichen. Da sind wir auf einem super Weg. Hoffen, dass auch im Winter vielleicht der ein oder andere Verletzte, der jetzt schon lange ausfällt, auch wieder zurückkehrt. Dann haben wir auch noch einen breiteren Kader als jetzt schon. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was möglich ist. Aber sehr vorsichtig formulieren und so Eventualitäten wie Aufstieg und so erstmal ein bisschen abgewehrt. Was sind die 2, 3 Gründe, wo du sagst, okay, ich kann es beurteilen, ich bin ja in dieser Mannschaft, die eben dazu führen, dass ihr so gut steht in der dritten Liga? Ja, ich glaube, da sind wieder Parallelen, wie gesagt, zu Würzburg oder Regensburg. Wenn du einfach 1, 2 Jahre zusammenspielst als Mannschaft, dann wächst du, ja, dann kennst du die Automatismen, die Abläufe, das Trainerteam, das hat sich alles eingespielt. Und ich glaube, dass das sehr, sehr oft ein Vorteil ist. In der Bundesliga jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, aber zumindest in den 2., 3., 4. Ligen ist das halt oft ein Vorteil. Man weiß ganz genau, wo die Stärken des anderen sind. Und ich glaube, das zeichnet uns auch aus. Ja. Wir haben einen klaren Plan, den der Trainer uns auf den Weg gibt, den wir so gut es geht umsetzen. Ansonsten ist es halt alles ein bisschen familiärer bei uns, nicht ganz so groß wie bei 60. Ich glaube, dass es momentan auch echt ein Vorteil ist. Wir haben auch keine Probleme mit der Presse oder irgendwas, sondern du kannst einfach dein Ding machen, kannst sehr fokussiert sein. Hättet ihr gerne ein bisschen mehr so Trubel, Rummel so um den Verein rum, dass die Presse einfach mehr macht? Ihr müsst vielleicht auch mal ein bisschen was liefern, so ein kleiner Skandal kann ja nicht schaden. Ja, dafür sind dann von mir aus andere zuständig, das können sie, kann der ein oder andere gerne machen. Ja, du bist Führungsspieler, da musst du auch was liefern. Ja, aber ich glaube, wir tun gut daran, dass wir einfach unser Ding machen. Letztendlich fahren wir damit ganz gut, wenn man so ein bisschen im Schatten auch von den großen 2 in der Stadt ja letztendlich sein Ding da macht. Wenn es dann irgendwann sogar in der 2. Liga endet, glaube ich, dann kommt dieser Rummel automatisch, ja, dann ist man auch wieder mehr im Fokus.
Und darauf arbeiten wir letztendlich hin, ja, dass das vielleicht doch irgendwann der Fall ist. Aber jetzt, glaube ich, sind wir ziemlich froh, dass wir da einfach unser Ding machen können, dass wir ja, zum Bäcker gehen können, ohne dass uns gleich irgendjemand erkennt oder anspricht. Und ja, also mich persönlich, gerade als Berliner und der auch selber mal in Köln gespielt hat, da ist genug Rummel. Und das brauche ich jetzt aktuell definitiv nicht. Einer, der sein Ding seit Jahren macht, ist Thomas Müller vom FC Bayern, Nationalspieler, bekannt und wahrscheinlich der beliebteste Fußballer momentan in Deutschland, mal aus Münchner Sicht zugesprochen. Und er gibt auch anders, dass andere sich sozusagen sich an seiner Person ein wenig abarbeiten. So zum Beispiel Alex Burkhardt, der neue deutsche Meister im Poetry Slam. Er ist Wahlmünchner, stammt eigentlich aus dem Allgäu, hat aber einen wunderschönen Text zu Thomas Müller verfasst und den wollen wir nicht vorenthalten. Hier ist der Mann, der über Fußballer so schön lyrisch schreibt. Ich weiß nicht, was los ist, sage ich. In welchem Bereich ist denn was los, fragt mein Kumpel. Frauen, sage ich. Oh nein, sagt er. Wir sitzen auf seiner Couch und Deutschland spielt. Es ist unfassbar, wie ängstlich ich mittlerweile wieder bin, sage ich. Können wir nicht einfach Fußball schauen, fragt mein Kumpel und schaut auf den Fernseher. Es ist ja nicht so, dass ich gar kein Selbstbewusstsein habe, aber irgendwie suche ich mir immer Frauen aus, die ich nicht kriegen kann. Ist das Angela Merkel da auf der Tribüne, fragt mein Kumpel. Und deshalb habe ich mittlerweile schon Angst, eine Frau auch nur anzusprechen, weil es in der Vergangenheit immer so blöd gelaufen ist. Was für ein Gewürge, sagt mein Kumpel, da kommt ja kein einziger Ball an, weil eigentlich bin ich voll der liebe Kerl. Wenn ein Spiel so läuft, muss einfach mal jemand dazwischengrätschen. Es steckt so viel Kreativität und Enthusiasmus in mir. An so einem Tag brauchst du keine schönen Spieler, sagt mein Kumpel, aber ich lasse es einfach nicht mehr raus. In so einer Phase brauchst du einen Arturo Vidal, der mal hinlangt und ein Zeichen setzt. Es gab eine Phase, da habe ich einer Frau Blumen mitgebracht, samt Vase. Ich habe Gläser und Ü-Eier beschriftet, Postkarten, Briefe geschrieben, kleine Geschenke gemacht. Aber man wird so müde, wenn der andere das nicht gut findet. Ich weiß nicht, warum den alle so gut finden, sagt mein Kumpel und schaut auf den Fernseher. Hier, der Thomas Müller. Ist mir scheißegal, was der alles gewonnen hat. Schau dir den doch mal an. Der hat null Körperkontrolle. Der fällt jedes Mal um, wenn er schießt. Der fällt um, wenn er einen Pass spielt. Herrgott, der fällt doch sogar um, wenn er läuft. Da ist eigentlich so viel Potenzial, verstehst du, fange ich wieder an. Ich bin im Grunde so romantisch, dass es schon an Kitsch grenzt, aber ich habe das Gefühl, dass ich das die letzte Zeit immer mehr verloren habe. Und jetzt ist da nur noch Angst vor dem Nein, vor dem Umfallen. In meiner Fantasie, da mache ich so geile Sachen. Da schenke ich ihr Blumen, die, wenn sie langsam verblühen, den Blick freigeben auf einen Origami-Vogel, der auf einer Stange sitzt. Aber halt, das ist gar keine Stange, sondern ein gerollter Zettel, der sich als Ticket entpuppt für geiler Move, sagt mein Kumpel und schaut auf den Fernseher, wo Mesut Özil gerade zwei Gegenspieler auf einmal vernascht, nachdem ihm Thomas Müller irgendwie den Weg freigeblockt hat. Ein paar Stunden vorher hatte ich mich noch mit der Frau getroffen. Ich stolperte von einer Verlegenheitsphrase in die nächste und merkte, wie unwohl auch sie sich dabei fühlte. Wie läuft denn deine Bachelorarbeit? Fährst du in den Semesterferien auch nach Hause? Gehst du mit mir irgendwo hin, wo nur wir beide sind? Das Letzte habe ich natürlich nicht gefragt. Ich komme mir immer so dumm vor, wenn ich bei ihr sitze, sie mich ansieht wie eine Schauspielerin aus einem 20er-Jahre-Stummfilm und auch nicht weiß, was sie sagen soll. Meistens schweigen wir dann. Dabei will ich ihr sagen, wie schön sie ist, wie unglaublich schön sie ist, wenn sie sich mir so zuwendet und mich anlächelt. Ich will sie in ein Auto packen und mit ihr durch Obstbaum gesäumte Landschaften fahren. Ich will sie in den Zug schleifen, mit ihr nach Moskau reisen, viele, viele Stunden lang in einem alten, holzgetäfelten Waggon. Ich möchte sie in ein Flugzeug setzen und mit ihr nach Portugal fliegen. Und ich will dort am Strand entlanglaufen und ich will eine verfickte, herzförmige Muschel finden und ihr schenken. Ich will den gesamten übertriebenen Kitsch und das gesamte Schöne und Ehrliche, eine begeisterte Liebe. Und ich fühle, es ist da, aber ich traue mich nicht, den Schritt zu machen. Weil ich Angst davor habe, zurückgewiesen zu werden, zu verletzen, nicht der sein zu können, der ich bin. Und deshalb sage ich, lass uns bald mal ins Theater gehen. Alter, was für eine Scheißaktion, sagt mein Kumpel und schaut auf den Fernseher, wo Thomas Müller gerade über seine eigenen Beine gestolpert ist. Ich hoffe einfach, dass ich mal wieder anders an die ganze Sache rangehen kann, verstehst du? Mann, was willst du eigentlich, fragt mein Kumpel und schaut mich an. Ich will wie Thomas Müller sein, sage ich, der einfach macht, der unbekümmert, ungebremst in Gegenspieler kracht, der scheinbar jeden kleinen Sprint und jedes Spiel genießt. Ich will wie Thomas Müller sein, der umfällt, wenn er schießt. Ich will wie Thomas Müller sein, der halt probiert,
Denn stolpernd, faulend, ungelenk hat er schon längst kapiert, es geht doch einzig nur darum, dass man ein Herz sich fasst. Ich will wie Thomas Müller sein, der umfällt, wenn er passt. Ich will wie Thomas Müller sein, der alles gibt. Unorthodox auf seine Art, doch mal eine Chance versiebt und sich doch treu bleibt. Und deshalb seit Jahren Erfolg anhäuft. Ich will wie Thomas Müller sein, der umfällt, wenn er läuft. Ich glaub's nicht, jetzt macht der Müller das Tor, sagt mein Kumpel kopfschüttelnd. Null Körperkontrolle, der Typ. Manchmal ist Kontrolle nicht das Wichtige, sag ich. Aber wenn du keine deine Handlung kontrollieren kannst, ist das schon nicht gut, sagt mein Kumpel. Fußball ist nicht alles, hat Thomas Müller mal gesagt, sage ich. So spielt er auch, sagt mein Kumpel. Thomas Müller, sage ich mir, als ich etwas später wieder auf der Straße stehe. Thomas Müller, der 425 Tage jünger ist als ich und wahrscheinlich 425.000 mal so viel Geld auf dem Konto hat und der keinen Pass spielen kann, ohne dabei umzufallen. Thomas Müller, sage ich mir auf dem Weg zum Studentenwohnheim, der sich nicht entmutigen lässt, der umfällt und wieder aufsteht und einfach sein Ding durchzieht. Thomas Müller, sage ich mir, als ich die Klingel drücke. Thomas Müller, dieser geile Typ, sage ich mir, als ich die spontan gepflückten Blumen hinter meinem Rücken verstecke und die Treppe hochlaufe. Thomas Müller, der nach dem Spiel dann auch noch ehrliche, humorvolle Interviews gibt, weil es alles nicht so wichtig ist. Thomas Müller, sage ich mir und springe die letzten Stufen hoch. Thomas Müller, der einfach macht, weil es alles nicht so wichtig ist. Thomas Müller, da steht sie und schaut mich verschlafen an. Thomas Müller, verdammt, denke ich mir und nehme ihre Hand und frage, gehst du mit mir irgendwo hin, wo nur wir beide sind? Dann falle ich um. Ja, ist ganz schön, weil man auch mal hier so während der Sendung ein bisschen was verfolgen und Fernsehen gucken kann. Wie sieht's aus? Ihr greift zu? Ist wie gesagt keine Dekoration. Ihr dürft Brezel gern essen. Wer hat ein Vorbild als Fußballer? Als Kind wahrscheinlich gibt's 20 Spieler, denen ihr irgendwie nacheifert, aber dann als Reifere, als junge Männer, als gestandene Profis selber. Wie ist Sascha? Gibt's noch Vorbilder? Also früher definitiv Zinedine Zidane, weil das, glaube ich, einer der absoluten Überflieger war, glaube ich, dieser Sportart. Also so wie der Fußball gespielt hat, das sah immer alles so leicht aus, so ein bisschen wie Roger Federer am Tennis, wo man einfach ja immer gerne zugeschaut hat. Der hat einfach keinen Fehler gemacht, obwohl er halt ein Offensivspieler war. Und das war dann einfach schon so ein Vorbild, ja, an dem man sich orientiert hat. Heutzutage finde ich Cristiano Ronaldo von dem, was er erreicht hat, wie er das erreicht hat. Man hört nur, dass er der Erste beim Training ist, der Letzte beim Training ist, dass er auf seine Ernährung achtet, auf seinen Schlaf. Ich glaube, was so die Professionalität ist, hat gerade er, glaube ich, diesen Sport auch so ein bisschen auf ein anderes Level gehievt, weil er, glaube ich, zum Beispiel im Vergleich mit Messi jetzt nicht so großes Talent hat. Aber was er, wie gesagt, daraus gemacht hat, ist einfach, ja, echt der Wahnsinn. Wie ist bei dir? Da bei mir bezieht sich eher auf Abwehrspieler dann, weil positionsgebunden guckst du eher auf die? Ja, das stimmt. Ich war früher, war so irgendwie mein Idol Rio Ferdinand von Manchester United, weil er, weil das auch so eine, ja, war unangenehm gegen ihn zu spielen und das hat mich immer schon beeindruckt irgendwie und ja, jetzt heutzutage ist es schwer, dadurch, dass man halt auch immer wieder Jungs kennt, die irgendwo in der Bundesliga spielen und da dann über verschiedene Ecken die Leute kennt, ist es schwer dann zu sagen, oder hier ein Idol, da ein Vorbild, finde ich, ist das schwer, aber so Piqué finde ich ganz gut, ja. Also eher defensiv halt. Nun bist du 25 und damit in so einem wirklich guten Fußballeralter, aber immer noch ein relativ junger Spieler. Und verfolgst aber seit einigen Jahren dann auch neben dem Fußball als Beruf ja auch viele, viele Initiativen und bist selber einer, der etwas vorantreibt. Das nennt sich Weihnachten im Schuhkarton. Du hast uns mal hier einen mitgebracht. Also es ist nicht nur ein buntes Kästchen, was hier so steht, sondern es hat auch einen tieferen Sinn, was sehr beeindruckend ist, dass ein Spieler, ein Fußballer, sich da mehr Gedanken drum macht, weil ihr oft ja so ein bisschen klischee-mäßig verschrien seid als Fußballer, die denken nur ans Kicken, die denken so ein bisschen an die Mädels und an den Club und ans Playstation-Spielen und so. Und jetzt plötzlich haust du dieses Image kaputt, weil du dir wirklich Gedanken um andere Menschen machst, denen es eben nicht so gut geht. Was bedeutet diese Sache, Weihnachten im Schuhkarton? Ja, erstmal grundsätzlich, glaube ich, bin ich jetzt nicht einer, der hier dieses Image zerschlägt. Also ich glaube, es gibt auch in der Bundesliga schon viele Spieler, die viele gute Organisationen unterstützen, aber also ich habe das mit meiner Freundin jetzt schon die letzten Jahre immer gemacht und da geht es einfach darum, Kindern, denen es vielleicht einfach nicht so gut geht, die andere Probleme haben, wo wir sagen, wir haben Probleme, das sind für die Menschen einfach keine Probleme, weil es einfach viel schlimmere Sachen noch sind
Und es geht einfach darum, dass jedes Kind an Weihnachten einfach irgendwie ein Geschenk in der Hand hat und was auszupacken hat. Einfach um dieses Fest der Liebe, diese Freude einfach auch in einem Kind zu wecken. Und da sind wir halt jetzt vor Jahren auf die Aktion gekommen und unterstützen die jetzt immer mal wieder. Und jetzt habe ich halt das in der Kabine mal angesprochen bei den Jungs. Die haben auch, waren auch alle total begeistert. Und jetzt haben wir dann halt alle Kartons fertig gemacht und sammeln die jetzt auch. Auch so schön beklebt oder sind wirklich die normalen Schuhkartons? Ja, es sind normale Schuhkartons, die aber dann halt beklebt werden und dann halt auch dementsprechend die kleinen Geschenke oder die Utensilien dann einfach mitverpackt werden. Du, komm, mach auf, zeig her, weil wer Gutes tut, soll auch drüber reden können und es vor allem zeigen. Es ist eben kein leerer Karton. Wir machen es mal auf. Du hast es auch ein bisschen vom Alter her gestaffelt. Es ist jetzt für ein Kind zwischen 2 bis 4 Jahren. Genau, für ein Mädchen 2 bis 4. Also man entscheidet, ob Mädchen oder Junge und dann eben das entsprechende Alter. Wir haben uns jetzt für ein kleines Mädchen entschieden und dementsprechend haben wir dann... Okay, eine Autogrammkarte, denke ich, ist völlig in Ordnung und ist auch Pflicht, dass die dazukommt. Haben wir einfach ein Kuscheltier, hier eine kleine Mütze, eine Zahnbürste, Zahncreme, also so ganz, ganz schlichte Sachen oder hier so ein kleines Memory haben wir dazu gepackt. Buntstifte, ein Block, also so ganz normale Sachen, die eigentlich jeder hat, aber wo man einfach Kindern, die das eben nicht haben, vielleicht echt eine Freude machen kann. Wo geht's dann hin? Ich glaube, dieses Jahr geht's Rumänien, Georgien, also so die Länder. Es ist immer unterschiedlich und ich meine, dass es dieses Jahr Georgien, Rumänien, Moldawien so in die Region geht. Ich glaube, es ist auch noch so, bis morgen, bis zum 14. November können bei euch direkt am Trainingsgelände auch noch solche Schuhkartons abgegeben werden, gepackt werden. Genau. Und ansonsten kann man auch, glaube ich, online genau nachgucken unter Weihnachten im Schuhkarton, wie das Ganze abläuft und kann es zusammenpacken. Immer schon so ein Gefühl gewesen, was für andere tun zu müssen? Zu müssen erstmal gar nicht, aber ich glaube gerade die Begegnung damals mit Johnny in Darmstadt, der auch wirklich schlimme Schicksalsschläge erleiden musste mit seinem Krebs, hat einen dann schon auch zum Nachdenken angeregt und ja, allein sein Motto, du musst kämpfen, es ist noch nichts verloren, hat glaube ich gezeigt, dass es wesentlich schlimmere Probleme gibt, als mal ein Spiel zu verlieren oder mal eine Grippe zu haben. Und ich glaube, da habe ich einfach irgendwo auch für mich dann gemerkt, okay, Probleme, die ich habe, sind vielleicht ganz kleine Probleme im Gegensatz zu den Problemen, die andere Menschen haben. Und so kam dann immer mal wieder irgendwas und jetzt Weihnachten im Schuhkarton. Ich glaube, das ist keine große Geste. Also man kann so einen Schuhkarton insgesamt für 30 Euro kann man den gut bestücken und tut, glaube ich, echt was Gutes. Das ist eine wunderbare Geste, muss man gleich dazu sagen. Legst du hin, wir stellen es auch noch oben drauf, weil gerade das Schäfchen ist so besonders schön anzuschauen hier mit seinen verträumten Augen. Jetzt müssen wir noch einmal aufs Sportliche natürlich kommen. Für euch das nächste Spiel am Montag erst, also ihr habt ein bisschen mehr jetzt Luftholzeit. Dann geht's gegen Buchbach. So, jetzt muss ich gerade ein bisschen grübeln. Die sind ja, einiges weiter hinter euch in der Tabelle, aber natürlich mit der Niederlage jetzt gegen Burghausen, da ist so ein Punkt wieder, jetzt muss schnell sozusagen das abgehakt werden? Ja, natürlich. Also ich glaube, es ist immer wichtig, nach einem verlorenen Spiel dann auch direkt wieder zu punkten. Gegen Buchbach haben wir ja sowieso noch eine Rechnung offen aus dem Hinspiel. Ich habe immer so das Motto, ich will gegen keine Mannschaft in der Liga zweimal verlieren in der Saison. Und dementsprechend wollen wir das natürlich jetzt am Montag dann auch wieder versuchen, in 3 Punkte umzumünzen. Und bei euch? Topspiel gegen den Tabellenführer, gegen Paderborn. Die kommen hier zu euch in den Sportpark. Da wird hoffentlich dann auch mal eine wirklich gute Kulisse sein. Ja, und welche Erwartungen bei dir, Sascha? Ja, erstmal muss ich Aaron definitiv ein Kompliment machen. Finde ich eine richtig coole Sache. Ich habe mich vorhin noch schon mit ihm ausgetauscht. Also ich werde auf jeden Fall auch noch so einen Schuhkarton fertig machen. Wir freuen uns sehr aufs Spiel am Samstag, gar keine Frage. Der Tabellenführer kommt. Die haben ein bisschen Glück gehabt. Die sind ja witzigerweise dank den 60ern in der Liga jetzt dabei, machen es richtig gut. Also ja, da brauchen wir auf jeden Fall eine Top-Leistung. Wir freuen uns, dass ja, das Spiel auch mal wieder im Fernsehen übertragen wird und wollen für die nächste Überraschung sorgen. Das heißt, diesmal seid ihr dran mit übertragen und die 60er sind mal nicht zu sehen. Es ist auch ein schönes Gefühl zu wissen, okay, auch das wird honoriert vom Fernsehen, auch die Leistung in der dritten Liga für ein Live-Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also
das freut uns natürlich, dass auch wir mal wieder im Fokus stehen. Ich hoffe, dass wir dann auch dementsprechend eine gute Leistung bringen, dass wir dann vielleicht auch bald dann schon wieder live zu bewundern sind oder zu bestaunen. Deswegen haben wir auch so ein bisschen eine Verantwortung, das dann auch so ein bisschen zu gerechtfertigen. Und ja, ansonsten glaube ich, ist es aber insgesamt für den Fußball cool, dass die Spiele von 60 auch gezeigt werden, weil ja, es interessiert die Leute und ist eigentlich auch eine gute Sache. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg in der Saison weiterhin, auch wenn es heißen würde, vielleicht, dass ihr euch im nächsten Jahr wieder nicht in der Liga seht, weil jeder eine Liga wieder raufgegangen ist. Dann müssen wir aufs Derby noch ein bisschen warten, aber ich glaube, da können die Fans in und um München herum dann gut mitleben. Danke euch, dass ihr da wart. Wie gesagt, tolle Aktion. Danke, Aaron. Danke, Sascha. Kommende Woche bei uns ist der Junioren-Weltmeister im Boxen James Charay, denn er wird dann an dem Wochenende drauf in den Ring steigen bei Ring of Fire unter Schleißheimer. Da reden wir dann ausführlich mit dem jungen Boxer drüber. Und für heute war es das mit der Sportarena. Ich sage Servus und dann eine Woche später sehen wir uns wieder.